Der 7. Oktober 1959 war für Ludwigsfelde ein ganz besonderer Tag, der bis heute nachwirkt. Da wurde nämlich das Clubhaus eröffnet, mit dem wohl fast jeder in Ludwigsfelde mindestens ein Erlebnis oder eine bleibende Erinnerung verbindet. 2019 wurde der 60. Geburtstag gefeiert. Wir blicken jetzt noch einmal darauf zurück. Am 7. Oktober 1959 feierte die damalige DDR ihren 10. Jahrestag und dieses Clubhaus bekam den Namen Arthur Ladwig. Deswegen sind wir heute hier. Das ist 60 Jahre her und schön, dass Sie sich mit uns heute an diesem Abend auch erinnern möchten. Montagabend im Clubhaus Ludwigsfelde. Es wurde auf den Tag genau vor 60 Jahren eröffnet. Zur Jubiläumsfeier wurden Vertreter von Vereinen, Firmen und Institutionen eingeladen, aber auch Privatpersonen, die mit dem Clubhaus eng verbunden sind. Es ist kein Palast, aber dennoch ein architektonisches Schmuckstück ohne Schnörkel. Unser Clubhaus. Jetzt könnte man fragen, was daran so besonders ist, wenn ein Gebäude 60 Jahre alt wird. Grundsätzlich eigentlich nichts, aber das, was Menschen mit dieser 60-jährigen Geschichte gemacht haben, ist durchaus etwas Besonderes. Das Clubhaus wurde vom IFA Automobilwerk in Ludwigsfelde betrieben. Konzerte, Theater, Tanzaufführungen, Jugendwein, Discos, aber auch Sportveranstaltungen wurden hier ausgerichtet. Und auch Gemeinschaften wie die Briefmarken- oder Münzsammler trafen sich hier. Das Clubhaus war zu dem Zeitpunkt, und das ist so, was die Leute sich heute auch wünschen, der Mittelpunkt in der Stadt. Hier hat alles stattgefunden. Hier haben Künstler Ein- und Ausgang gefunden. Und wie vorhin schon in dem Video erwähnt wurde, hier war von früh bis abends immer was los. Anno 1959 zog Helmut 20 nach Ludwigsfelde. Als Mitglied des Karnevalsvereins hat er oft hier gefeiert und seine Büttenreden gehalten. Mit dem Clubhaus verbindet er aber auch noch ein anderes, ganz persönliches Ereignis. Bei einer FDJ-Versammlung habe ich einem Mädchen schöne Augen gemacht. Die habe ich dann später geheiratet, im Raum 78. Ja, dieser Raum wurde damals als Standesamt genutzt. Und dort wurden manchem Butterfly, manchem Schmetterling die Flügel gestutzt. Beifall. Nach dem Aus des IFA-Werks Anfang der 1990er Jahre ging es um die Frage, wie weiter mit dem Clubhaus. Bei einer der Stadtverordnetenversammlungen, die damals auch hier stattfanden, fiel dann die Entscheidung, es in städtische Verantwortung zu übernehmen. Ein mutiger Entschluss. Waren noch damals viele grundlegende Dinge noch nicht geklärt. Die Finanzen der Stadt waren alles andere als gesichert. Die Richtigkeit zeigt sich immer erst viel später. Es gibt heute in Brandenburg nicht mehr viele Bühnenhäuser mit Saal in der Größenordnung dieses Hauses. Das kulturelle Leben der Stadt wäre heute ohne dieses Haus um viele Attraktionen ärmer. Zwischen 2011 und 2014 wurde das denkmalgeschützte Clubhaus komplett saniert und dann mit einer großen Feier wiedereröffnet. Circa 210 Veranstaltungstage im Jahr aktuell, 52.000 Besucher. Und von Veranstaltungen sage ich immer, wir können jede Generation begleiten. Wir haben vom Puppentheater über Diskotheken bis hin zu Theatern, klassischerweise Konzerten und unserem beliebten Kaffeeklatsch eigentlich für jede Generation was dabei. Aktuell wird ein neues Konzept für das Clubhaus erarbeitet, um es für noch mehr Besucher interessant zu machen. Im Dezember soll es von den Stadtverordneten beschlossen werden. Das Hauptkonzept ist, dass es ein Veranstaltungshaus bleibt,
für die Bürger für Ludwigsfelde, aber inzwischen auch natürlich einen regionalen Strahlfaktor hat. Also wir sind sozusagen momentan auch überregional äußerst bekannt. Weiter gefeiert wird am 21. November mit Ausstellungseröffnung und Buchvorstellung zur 60-jährigen Geschichte des Clubhauses.